Guten Tag, mein Name ist Alexander Brillreck, ich bin Fachanwalt für Mietrecht und habe mir heute einen Baurechtler eingeladen, meinen Sozius Markus Willkomm. Hallo Markus. Hallo Alex. Markus ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und wir hatten ja beim letzten Mal, Markus, als es um das Thema Haftung bei Planungsmängeln ging, hast du ja sehr oft von Abnahme geredet und heute wollen wir mal verraten, was die Abnahme ist und wann die vorliegt und es ist, sage ich jetzt schon mal, gar nicht so einfach, wie man denkt, ne? So ist es. Abnahme ist heute das Thema im Baurecht. Markus, vielleicht erstmal versuchen wir mit wenigen Worten zu erklären, was überhaupt die Abnahme ist und warum die so wichtig ist im Baurecht. Also, was ist die Abnahme? Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass er im Wesentlichen mit dem Werk des Werkunternehmers, des Bauunternehmers oder des Architekten zufrieden ist. Warum ist sie so wichtig? Sie hat mehrere Wirkungen. Das eine, ganz eminent wichtig, mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist, also die Verjährungsfrist für Mängelansprüche. Aber die Abnahme führt auch zur Beweislastumkehr und sie führt auch dazu, dass der Werklohnanspruch oder der Honoraranspruch des Architekten fällig wird. Gut, jede Menge Informationen. Wir nehmen das gleich nochmal im Einzelnen auseinander, den großen Kuchen hier, den du aufmachst. Aber jetzt nochmal, du sagst so, ist die Erklärung, die Abnahme ist die Erklärung, dass alles so schick ist. Aber jetzt so erklärt habe ich es jetzt so selten gesehen, oder? Wird es denn so erklärt? Naja, in der Praxis haben wir meistens eine förmliche Abnahme. Da gibt es ein Abnahmeprotokoll und da wird festgehalten, dass das Werk in Ordnung ist. Gibt kein Bauwerk ohne kleinere Mängel. Das gibt es in der Praxis so gut wie nicht. Die werden dann auch aufgeführt. Dann wird sich der Auftraggeber, also der Bauherr, auch seine Rechte wegen dieser Mängel vorbehalten. Und ganz wichtig für den Bauherrn ist, dass er sich auch eine mögliche Vertragsstrafe vorbehält in der Abnahmeerklärung. Nun, sage ich mal, wie ich Abnahmen jetzt schon häufiger erlebt habe in der Praxis mal so, ja, also da sagt dann einer, wie toll alles ist, man geht so durch die Räume und der Bauherr geht auch so ein bisschen mit und sagt so, okay, und dann unterschreibt er das Ganze. Das ist dann die Abnahme. Gefährlicher Vorgang, ja, weil damit eine Menge verbunden ist, was du ja schon angedeutet hast, wir sagen ja auch gleich noch genauer was. Aber was ist denn mit Abnahme? Ich unterschreibe gar nichts, ich mache auch nichts, aber ich ziehe ein. Wie ist das denn? Das war doch auch immer als Abnahme durchaus ein mögliches Ereignis, oder? Ja, also wenn ich einfach einziehe, nichts sage dann gebe und auch in den folgenden Wochen nichts mache, dann gebe ich ja damit zu verstehen, das ist schon in Ordnung. Oder zum Beispiel, wenn ich einfach die Schlussrechnung zahle, dann gebe ich ja auch damit zu verstehen, wenn ich vollständig zahle, naja, das Werk ist in Ordnung und dann gilt auch das als Abnahme. Kann ich dann noch, wenn ich das gemacht habe, nicht noch sagen, ich will aber noch eine richtige Abnahme, um nochmal wieder ins Spiel zu kommen vielleicht oder so? Oder nein, das wird nicht funktionieren, aber wie gesagt, es kommt darauf an, manche Bauverträge sehen vor, dass eine förmliche Abnahme stattzufinden hat und dann hat sie auch stattzufinden. Ach so, das ist gar nicht selbstverständlich. Das heißt, die förmliche Abnahme kann auch, was ist denn andersrum? Ich sage, ich möchte jetzt eine Abnahme haben. Jetzt sagt der mit mir die Abnahme durchführen soll, der sagt jetzt, wieso, das haben wir gar nicht vereinbart in unserem Vertrag. Ich mache keine Abnahme, zieh ein, hier ist die Schlüssel. Na, der Werkunternehmer wird ja ein eminentes Interesse daran haben, dass abgenommen wird. Und wenn der Bauauftraggeber, also der Bauherr, den sagt, ich möchte eine förmliche Abnahme, dann wird man ja den Umstand, dass er einfach einzieht, nicht als eine entsprechende Erklärung werten können. Aha, wenn er es zumindest nachweisbar gemacht hat. Wenn er es nachweisbar gemacht hat, auch wenn er einzieht und da sind imminente Mängel und er rügt diese Mängel nachweisbar, ja, dann ist auch der Einzug noch keine Bauabnahme. Aha, und es ist auch keine Abnahme unter Vorbehalt von bestimmten Mängeln. Also ich muss da noch nicht Angst haben, dass ich dann doch wieder die Verjährung ja läuft. Dann doch, ich bin ja, das ist, diese Abgrenzung muss man dann im Einzelfall fällen. Wenn es nur unwesentliche Restmängel sind, dann kann man auch im Einzug schon eine Abnahme sehen. Ich würde dann in einem solchen Fall ausdrücklich erklären, dass mit dem Abzug keine Abnahme der Bauleistung verbunden ist. Gut, wir machen jetzt nochmal ein wichtigster Hinweis, kurzes Einspiel. Wichtigster Hinweis für den Bauherr zum Thema Abmahnung, Abnahme, wann, was wäre das Wichtigste, was soll der beachten? Er sollte beachten, dass er alle Mängel, die er erkennt, sich insoweit seine Mängelrechte vorbehält
Und er muss darauf achten, dass er sich eine Vertragsstrafe vorbehält. Wichtigster Tipp für den Bauunternehmer bei der Abnahme, worauf muss der achten? Dass er eine Abnahme macht, da, vielleicht. Also, überhaupt, oder? Dass er die dass das Abnahmeprotokoll unterschrieben wird, aha, dass er da auch keine Mängel zugesteht, die er nicht als Mängel anerkennen will. Das sind so die wesentlichen Punkte. Hat der Architekt was mit der Abnahme zu tun? Na, der Architekt wird den Bauherrn muss den Bauherrn bei der Abnahme begleiten. Das gehört zu seiner Leistungsphase 8, wenn er damit beauftragt ist. Und er haftet, wenn er da Fehler macht bei der Abnahme, dem Bauherrn auch auf Schadensersatz. Aber die Architektenleistung als solche ist natürlich auch abzunehmen. Die ist eine Werkleistung und die ist nicht zu verwechseln mit der Abnahme des Bauunternehmers. Mhm. Also wir müssen unterscheiden zwischen der Abnahme der Bauleistung einerseits und der Abnahme der Architektenleistung. Das sind zwei völlig getrennte Dinge. Wenn ich jetzt noch so jemanden mit einem Bauingenieur oder so mit der Bauaufsicht da betraut habe, was hat der mit der Abnahme dann zu tun? Ne, das ist ja der Architekt in der Leistungsphase 8. Das ist sozusagen der mit der Bauüberwachung beauftragte Architekt oder Bauingenieur. Gut. Okay. Ansonsten ist der Architekt, meinst du, zu dem Zeitpunkt schon raus, wenn ich den ja nicht extra nochmal mit dabei habe? Ne, ja, also es gibt ja zwei Modelle. Entweder ich beauftrage den Architekt nur mit der Leistungsphase 1 bis 4. Mhm. Dann sorgt er dafür, dass die Baugenehmigung, also die Genehmigungsplanung erstellt wird. Und dann wird man sagen, dann ist die Abnahme, wenn der Bauantrag unterschrieben wird vom Bauherrn, dann ist das die Abnahme der Architektenleistung. Aber häufig ist es so, dass die Architekten von der Leistungsphase 1 bis zur Leistungsphase 8 oder 9 beauftragt werden. Und 8 ist eben die Bauüberwachung und auch die Kontrolle der bei der Abnahme festgestellten Mängel, die Durchführung der Abnahme. Das ist dann Aufgabe des Architekten, wenn er damit beauftragt ist. Jetzt erlebe ich gerade in der Nähe von meinem Wochenendhaus, also da wird so ein Wohngebiet, da werden jetzt gerade im Tagestakt Häuser aufgestellt, sage ich mal so, Fertigteile. Gibt es da irgendwas Besonderes, wenn ich jetzt so Fertighäuser bei der Abnahme, muss man da irgendwas noch sagen? Das ist oder so? Im Grundsatz ein normaler Bauvertrag und da gelten die gleichen Grundsätze, die wir eben schon besprochen haben. Gut, soweit zur Abnahme an sich, also zu dem Vorgang Abnahme. Jetzt wollen wir nochmal über die Folgen der Abnahme sprechen. Was sind die wichtigsten Folgen der Abnahme? Also ich habe es ja schon gesagt, Verjährungsbeginn der Mängelansprüche, Verjährungsbeginn auch des Werklohnanspruchs bzw. des Architektenhonorarsanspruchs, 3 Jahre von dem Ende des Jahres, in dem die Abnahme erfolgt ist. Vorne wie lange war es? 5 Jahre, ne? Fünf Jahre vom Datum der Abnahme. Wenn ich also am 15.08. die Abnahme habe, 2017, dann ist Verjährung im Allgemeinen 15.08.22. Und bei den Honoraransprüchen ist es so, 15.08. Jahresende 31.12.2017, 3 Jahre Verjährung zum 31.12.2020. Wir insbesondere nochmal auf das Thema Verjährung bei Baumängeln, das hatten wir ja in vorangegangenen Videos auch immer, da ist halt das große Thema nachher, wenn man noch Ansprüche geltend machen will, ist eben die Verjährung abgelaufen und da streitet man sich dann, wenn man es nicht schriftlich hat, natürlich gerne, welches Ereignis ist die Abnahme gewesen. Genau. Ja? Und deswegen ist das so wichtig, ja, also um nochmal hier klarzustellen, an welcher Stelle wir gerade hier sind. Okay, das sind die Folgen der Abnahme. Gibt noch weitere Folgen. Ja. Beweislastumkehr. Bis zur Abnahme muss der Bauunternehmer beweisen, dass er mangelfrei gebaut hat. Nach der Abnahme muss der Besteller, also der Bauherr, beweisen, dass ein Mangel vorliegt. Dann, also ganz wichtig für die Beweislast ist die Abnahme. Natürlich, wenn Mängel in der Abnahmeverhandlung aufgeführt sind im Protokoll, dann tritt natürlich keine Beweislastumkehr an. Und das Letzte... Na, vielleicht noch ganz kurz zu Beweislast. Da wollte ich nochmal sagen, weil das ist vielen nicht klar, wie wichtig das ist. Wenn in einem Prozess Ansprüche geltend gemacht werden und ich kann es einfach nicht beweisen. Also man weiß nicht, es kann so sein, wie ich sage. Es kann sein, dass Sündmängel, die Schulter verursacht wurden vom Bauunternehmen. Es kann auch sein, Naturgewalt oder irgendwie, was weiß ich. Man weiß es einfach nicht. Dann gibt es diese Beweislastentscheidung. Dann verliert der die Beweislast hat. Deswegen ist diese Umkehr der Beweislast, von der du gerade geredet hast, eben so wichtig, ja, dass man weiß, wann die stattfindet. Ja. Ja, und ein letztes, der sogenannte Gefahrübergang.
wenn dem Bauunternehmen, jetzt vereinfacht ausgedrückt, dem Bauwerk vor der Abnahme etwas passiert, ist im Grundsatz der Bauunternehmer verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es wiederhergestellt wird. Nach der Abnahme ist es Sache des Bauherrn, dann seine Mängel zu beseitigen. Da hat der Unternehmer nichts mehr zu tun, weil er hat ja mit der Abnahme, ist klar, dass er seine Leistung erfüllt hat. Also insbesondere dann wichtig, wenn es um irgendwelche Dinge geht, die nicht unter irgendwelchen Versicherungsschutz fallen, genau. Ja, wo man dann selber zahlen muss, genau. Dann ist eben entscheidend, vor der Abnahme kann ich immer zum Bauunternehmer sagen, mach mal. Und nach der Abnahme sagt der Bauunternehmer, Pech gehabt. Ja. Im Grundsatz ja, es gibt spezielle Regelungen in der VOB, der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistung, aber die muss dann wirksam vereinbart sein. Das wäre auch nochmal ein Thema für ein weiteres Video. Haben wir jetzt noch nicht geplant, werden wir uns aber nochmal drüber mit beschäftigen, notiere ich mir. Ja, zum Thema Abnahme jetzt noch irgendwas, wo du sagst? Eigentlich haben wir die wesentlichen Punkte besprochen. Gut, danke Markus. Danke. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss.